Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Yu-Gi-Oh! Task Force Evolution. Freut mich, dass ihr ja wieder mit dabei seid. Sehr, sehr nice. Herzlich willkommen. Und wir sehen gerade hier im Terminkalender noch 2 Tage bis zum nächsten coolen Event. Ich will mal gucken, was da kommt. Der ein oder andere wird es wissen, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Also ich weiß eigentlich gar nicht mehr so. Deswegen bin ich noch gespannter. Und wir haben wieder ein bisschen Cash gesammelt. Bedeutet, wir können noch ein paar Items kaufen gleich. Aber bevor wir das machen, gehen wir jetzt erstmal wieder pennen. Und danach, ja, machen wir das übliche Riemen-Bashen, kaufen ein Item und machen das Event, ne? Mal gucken, wie lange das geht. Wenn das nicht so lange geht, dann machen wir vielleicht noch ein Duell zwischendurch, dass wir ein bisschen Cash bekommen. Das wäre eigentlich ganz gut, finde ich. Und dann vielleicht auch mal in den nächsten Folgen, Leute, haben mir auch ein paar gefordert, hier und da, dass ich mal ein neues Duell, neues Deck mache. Also darauf hätte ich auch Bock. Wir haben ein paar Karten gesammelt mittlerweile. Deswegen mal gucken, was wir da machen können. Bock hätte ich, denn ja, wieso nicht, ne? Ich weiß gar nicht, ob man mehrere Decks anlegen kann, Leute. Wir werden das herausfinden. Ich glaube aber wohl, man könnte, glaube ich, mehrere Rezepte anfertigen, so dass man da mehrere Decks haben kann. Das sollte gehen. Deswegen, ja, bin ich der guter Dinge, dass wir das hinbekommen. By the way, noch 40 Tage. Also wir sind echt angekommen bei 40 Tagen. Crazy. Ja. So, was machen wir als erstes? Ich kaufe jetzt mal ein Item, oder? 2 Stück. Wenn wir schon mal hier sind. Und wir können ja mal gucken, ob wir schon neue Packs haben. Das würde mich auch mal interessieren, denn wir haben ja wieder ein paar Duelle gewonnen. Welches Level sind wir denn mittlerweile? Ah, Stufe 18, okay. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wir haben 25 Duelle gewonnen, 7 verloren, 78% Siegverhältnis. Also das ist eigentlich ganz gut, finde ich. Deswegen gucken wir mal, vielleicht haben wir ja schon neue freigeschaltet, aber mal gucken, ne? Tatsächlich, nice. Top der Gear. Ah, crazy, okay. Doppelt dreifaches Schicksal ziehen. Wenn du dieses Pack kaufst, taucht vielleicht ein Dämon auf. Leute, ich habe eine Idee. Ich weiß gar nicht, ob das Pack speziell ist, aber ich habe Bock auf das Pack irgendwie. Wollen wir jetzt schon reingehen? Was meint ihr? Wollen wir jetzt schon reingehen? Oder sparen wir noch ein bisschen und gehen später rein? Bin mir nicht sicher. Wir werden auf jeden Fall noch ein Duell davor machen. Das ist mir sicher. Vielleicht bekommen wir noch ein bisschen Cash. Ja, okay. Zumindest mal ein neues Pack. Das ist schon mal nicht schlecht. Das freut mich doch. Souverän. Und holen uns ein Item. Vielleicht wieder ein goldenes Eier-Sandwich. I don't know. Nee, ist diesmal gar nicht dabei. Aber gut, vielleicht trotzdem was anderes Gutes. Ah, das mag er gar nicht, glaube ich. Oder mochte er das? Ich weiß es nicht mehr. So, noch eins. 2 sind gut. Okay, da leuchtet was. Nein, wie das Hühnchen-Sandwich. Okay, wir kaufen noch eins, Leute. Eins noch, komm, let's go. Wir gehen rein. 150 kann man mal ausgeben für Items. Finde ich Eier-Sandwich, perfekt. Nein, Reis-Ball-Sandwich. Ah, Leute. Gut, egal. Egal. Haben wir schon mit Bashen geredet? Glaub nicht, oder? Nee, haben wir nicht. Deswegen, ja, gehen wir noch mal dahin, oder? Redet über Hobbys mit ihnen. Ob es gut? Ah, schade, das wäre gut gewesen. Naja, Sandwich wäre nicht schlecht gewesen. Befreie deinen Geist und deine Sorgen fliegen davon. Bleib immer ruhig, auch wenn du in der Enge getrieben wirst. Das ist aber sicher nichts Neues für dich. Ah, sehr gut, ein sehr gutes Motto, Leute. Immer schön ruhig bleiben. Merkt euch das. Okay, das war gut. Zumindest in Ordnung. So, Hühnchen-Sandwich. Ein Sandwich mit Hühnchen hat weniger Kalorien, als man denkt. Melonen-Sandwich. Mochte ja Melonen-Sandwich, Leute? Ich weiß nicht mehr. Reisball-Sandwich. Sandwich mit einem Reisball. Komische Kombination. Okay, das hört sich nicht gut an. Probier das Hühnchen-Sandwich, Leute. Probier das hier.
hoffe, er mag es. Okay, das ist schon nicht schlecht. Das war richtig. Ah, das war gut, glaube ich. Okay, dann gehen wir schlafen in die Schule. Und. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was wir noch so machen können. Ich glaube, ich werde erst ein Duell machen nach dem Event. Denn, ja, das macht, glaube ich, mehr Sinn. Wir wollen ja das Event jetzt sehen. Ich auch. Sag ich ganz ehrlich. Ich will es jetzt auch mal sehen. Okay, dann geht's in die Schule, Leute. Irgendwas wollte ich noch machen. Ich hab's aber vergessen wieder. Shit. Ich hatte noch irgendwas vor. Mist. Na gut. Vielleicht fällt's mir wieder ein später. Faro, stimmt, ich will Faro holen. Brauchen wir gleich schlafen gehen und mal Faro holen. Vielleicht können wir dann nochmal mit Bashen reden. Und mit Bender können wir uns auch duellieren, ne? Das hat auch einer irgendwo geschrieben, glaube ich. Ich muss es mal raussuchen. Ich habe mir ganz Tipps aufgeschrieben, Leute. Ich bin euch sehr dankbar dafür, ne? Auch, dass ihr das mit Bashen geschrieben habt und so. Sehr, sehr cool. Das freut mich immer sehr, ne? Mal gucken, ob wir es hinbekommen alles, ne? Hoffentlich trollt ihr mich nicht. Das wäre sehr cool, aber ich glaube nicht. Ihr seid coole Leute. Deswegen glaube ich das nicht. Okay, Pharao, ich hoffe, du magst mich heute. Wäre sehr, sehr gut. Wäre dir sehr, sehr dankbar dafür. Ah, hier ist er. Gut, das ist schon mal sehr schön, ihn zu treffen hier. Ich nehme das erste, oder? Scheint dich zu mögen. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Dann reden wir mit Alexis und Bash gleichzeitig. Also. Mit beiden, wenn wir schon Faro haben, wie gesagt. Kann ja nicht schaden, ne? Kann ja nicht schaden. Okay. Dann zu Alexis und dann geht's schlafen, Leute. Dann ist schon das Event, oder? Ah, nein. Verklickt. Dann ist, glaube ich, schon das Event. Ich weiß gar nicht. Ich glaube wohl, oder? Ich glaube wohl, Leute. Denn ich weiß gar nicht. Wir haben ja in einer Folge haben wir mit Alexis duelliert, ne? Wo wir dann geguckt haben, welches Deck sie spielt. Da haben wir ja gesagt, okay, sie ist nicht so gut für unser Deck. Aber jetzt, wo wir herausgefunden haben oder wieder herausgefunden haben, dass die Decks stärker werden nach 4 Herzen oder 3, macht Alexis vielleicht doch Sinn. Vielleicht spielt sie dann doch ein Deck, was uns entgegenkommt. Vielleicht meint ihr das dann mit der Kommentar. Denn ich habe ja damals einen Kommentar bekommen, wo geschrieben wurde, ey, guck mal nach Alexis so. Vielleicht hat sie ein Deck, was ähnlich ist. Es kann doch sein, dass sie mit 3 Sternen oder 4, ich weiß gar nicht wann es ist, das bessere Deck bekommt und dass das dann ein Wasserdeck ist. Das wäre natürlich OP. Deswegen gehen wir mal rein, ein bisschen so, ne? Vielleicht bekommen wir Alexis noch auf unsere Seite. Ja, das wäre ganz gut eigentlich. Aber ich glaube nicht, ne? Wir haben noch 40 Tage. Und da müssen wir schon viel Glück haben mit den Items. Dass das funktionieren kann. Wir haben ein Item, wir können ja mal gucken. Vielleicht mag sie ja ein Item. Was wir hier haben. Also, was könnte sie mögen, ne? Knoblauch, weiß ich nicht. Vielleicht das hier? Probieren wir das mal. Ich weiß es nicht. Okay, sie mag das. Okay, gut. Sehr schön. Dann, ja, gehen wir zum Event. Ich schaue noch mal kurz in die Duellliste rein. Wie viele Herzen wir jetzt haben bei den verschiedenen Charakteren. Würde mich mal interessieren jetzt wieder. Ah, schwierig.
Okay, bei Lexis hat sich nicht viel getan. Wir haben immer noch ein Herz und ein ganz kleines, angekratztes zweites. Wir sehen. Und bei Bashen dasselbe eigentlich. Okay. Aber gut, damit bin ich zufrieden, ne? Zumindest machen wir Fortschritte. Und das ist schon mal nicht schlecht. Wäre ja lustig, wenn man nur ein Herz braucht oder so. Und ich mich hier komplett und sonst abrackere. Okay. Wir haben eine E-Mail. Das Event startet 39 Tage noch bis zum Turnier. Ich bin gespannt, Leute. Ich bin echt gespannt. Zwei E-Mails. Danke für den Gefallen. Haben wir schon gelesen? Weiß gar nicht. Fendt haben wir schon gelesen. Und das hier sicherlich nicht von Crawler. Das Duell wird zwischen unseren Akademie und der Nordakademie ausgetragen, also los. Wollen wir unsere Akademie an? Alle sollen bitte nach dem Unterricht zum Duellfeld kommen. Okay, wieder ein Duell, was wir spectaten können wahrscheinlich. Schauen wir mal, oder wir machen das Duell. Ich weiß es nicht. Wir müssen ja mit Bashen reden. Das ist ganz wichtig. Ja, wir reden. Über die Schule. Hoffentlich mag er das. Ja, das war sehr gut. Perfekt. Läuft gut, Leute. Das läuft zu gut eigentlich gerade. Alle Gespräche bisher gut, Eier, Sandwich aus Gold und so. Also bisher, also in dieser Folge und in den letzten zwei Folgen, insane gut. Insane gut. Gefällt mir. Kann so weitergehen. Okay, wir gehen jetzt in die Schule und dann gucken wir mal das Event, das Duell. Was wir dann gucken können. Ich glaube, es war Jane, oder? Der ein Duell macht. Ich weiß gar nicht mehr. Schlafen. Dann kann ich jetzt schon mal gucken, wann das nächste Event wäre. Denn so viele können ja nicht mehr kommen, weil es sind nicht mehr so viele Tage. Na, hier noch. Die dritte Prüfung, stimmt. Prüfung kommt noch. Dann das hier, ein Schulfest. Und eine Versammlung. Und dann war es schon eigentlich. Krass. Zumindest für den ersten Part, Leute, ne? Da kommen noch zwei Parts, aber die sind deutlich kürzer. Und duelllastiger, wenn ich mich recht erinnere. Hey, ihr bestimmt habt ihr schon die E-Mail bekommen. Erfahrung wird es falls nicht. Es wird ein Duell gegen die Nordakademie geben. Ihre E präsentiert schon in der Duellarena. Also lasst uns alle Duellarena gehen. Ich kann gar nicht glauben, dass er Foulpads uns repräsentiert. Jaden wahrscheinlich. Was meckern sieht da Dr. Crawler, gehen wir. Ich kann das Duell kaum erwarten. Wer wohl der Gegner sein wird. Ist, keine Ahnung. Ich auch nicht, ich weiß auch nicht mehr. Ich wusste, Jane das Duell machen wird, aber gegen wen weiß ich gar nicht mehr. Okay. Das Schulduell gegen die Nordakademie fängt an. Also los. Wann treffe ich meinen Gegner? Du triffst ihn. Genau jetzt. Anna. Wer war das? Ach stimmt, war das Chaz? Stimmt. Ah, okay, ich erinnere mich. Stimmt, Chaz, der war dann irgendwann weg. Und dann kam er wieder mit seinem neuen Deck. Ah, ich erinnere mich. Ah, stimmt, die Folgen waren das. Okay, ich erinnere mich. Ich verstehe, okay. Hab ich ganz vergessen, aber jetzt macht's der Klick. Was sieht dein kleiner Bruder? Warum bist du hier?
Warum wohl, um deinen großen Sieg zu feiern? Du wirst doch gewinnen, Schulchef. Mach den Namen Princeton keine Schande, denn das Schulduell wird auf der ganzen Welt live ausgetragen oder ausgestrahlt. Unsinn im Fernsehen, ich im Fernsehen, mein Gesicht in der ganzen Welt in Farbe. Die Weltherrschaft gehört uns, okay, betreib ein bisschen, wenn jeder seinen Teil beiträgt. Dr. Crowler, stellen Sie die Dolatten vor. Mit Verlügen, Kanzler Shepard. Schließlich sind das die zwei Duellanten, die ich gut kenne. Und ich persönlich versehe sie ja. Der ist von Duell Academy. Jane Yuki. Los, Jay, du schaffst das. Na komm, let's go. Lass das Duell machen jetzt, total. Und sein Gegner, Chaz Princeton, unter von der Bühne. Ich stelle mich selber vor, du Clown. Muss auch sehr bitten, wie hast du mich genannt? Ich sagte, Clown. Okay, Leute, ich skippe ein bisschen vor. Ich habe studiert. Ruhe jetzt, Chaz Blitz in der Reihe. Schließlich weiß ja jeder hier, wer ich bin. Okay, ja. Er ließ alles zurück, altes Ich zurück. Ihr seht den neuen Chaz. Ich bin hier oben. Chaz, geht's los. Okay. Auf jeden Fall hat er noch ein neues Deck gehabt, das weiß ich noch. So ein Deck, ihr wisst, ne, ich kenne die Karten das gar nicht mehr, aber ich hab, ihr wisst, ne, diese Line mit den verschiedenen Farben. Das müsste es sein eigentlich. Okay, Chaz, geht's los. Okay, so leicht könnte das nicht werden. Hä, warum? Du warst doch so heiß und Jane hat Angst. Ich habe überhaupt keine Angst. Es ist nur, es eins muss ich Princeton lassen. Er hat sich ganz alleine in der Nordakademie geholt. Okay, komische Übersetzung. Ich check's einfach nicht. Und er ist wieder da, um zu kämpfen. Dazu braucht man Mut. Scheiße, du sollst besser gewinnen. Mach den Namen Princeton keine Schande. Jetzt komme ich, Jaden. Ich weigere mich, gegen einen Panel zu verlieren. Okay. Dann geht's rein, Leute. Dann geht's rein. Wir alle kennen das Deck von Princeton, das neue Deck. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Decks heißen. Schwach und starke, ja, das haut schon mal hin. Wer gewinnt, weiß ich auch nicht mehr, aber wahrscheinlich wie Jaden sind, oder? Ich weiß wirklich nicht mehr, unwitz. Deswegen, lass es mal laufen. Und werde jetzt hier ein bisschen kommentieren, oder? Was meint ihr? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob euch das nervt. Wenn man sagt, ja, skipp das mal lieber, das ist nicht so spannend. Oder wenn ihr sagt, ja, lass laufen. Und ich kommentiere das ein bisschen, das Ganze. Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare ballern oder schreiben. So, Jaden hat ja gewonnen, gebasht letztes Mal. Diesmal sehen wir auch seine Sicht. Und er hat nicht so gut gezogen, denn er kann jetzt nicht fusionieren. Das ist immer nicht so gut wie Jaden. Wenn er nicht direkt fusionieren kann, glaube ich. Und ja, Chaz spielt natürlich einen Verteidigungsmodus. Denn, ich habe, wie gesagt, ein bisschen die Namen vergessen von seinen neuen Karten. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber ich hab die natürlich vor Augen. Wenn wir sie gleich sehen, dann könnte ich die Namen sagen. Dann werde ich mich ärgern. Okay, er spielt Whiteheart, wie gegen uns. Wir haben gegen Jane gewonnen, ne? Ihr wisst ja noch Bescheid. Er hat ihn zweimal gezogen. Interessant. Hier. Ujamas. Okay, da haben wir. Diese schwarzen Ujamas spielt er. Die man dann fusionieren kann. Aber die hier schon fusioniert, weiß ich gar nicht. Aber die waren eigentlich schon relativ cool, die Karten. Und relativ stark, wenn man es gut gemacht hat. Jetzt nicht übertrieben stark, ne? Aber ganz okay und lustig. Kann man machen, auf jeden Fall. Mal gucken, ob wir was sehen von Chaz, ne? Ich weiß immer noch nicht, ob es hier gescriptet ist, das Deck. Oder das Duell, besser gesagt. Oder ob das alles random hier ist. Deswegen gucken wir mal. Ich spiele auf jeden Fall jetzt mal Schnappstahl. Das ist ganz gut eigentlich. Denn er kann damit einen Monster übernehmen. Muss aber dafür 1000 Lebenspunkte den Gegner belassen, jede Runde. Hätte ich jetzt nicht aktiviert für die Karte. Das bedeutet, dass Chaz wahrscheinlich keine guten Karten hat.
hier auf der Hand, dass er schon solche Karten spielen muss. Aus Verzweiflung. Ja, ist natürlich ein bisschen bitter. Bedeutet, Jayne ist, glaube ich, hier definitiv in der Gewinnerhand aktuell. Okay, er kann jetzt wahrscheinlich auch fusionieren. Er holt eine Karte, also einen Krieger aus seinem Deck. Hat Fusion auf der Hand, hat White Heart. Aber ja, er fusioniert nicht. Er holt Clayman, interessant. Okay, hier ist der nächste Ojama. Der grüne Ojama. Also die Ojamas kann er bisher noch nicht so gut ausspielen. Sie werden mehr zerstört, als er sie jetzt gut spielen kann, leider. Hätte ich gern gesehen, nämlich, deswegen leider. Okay, er greift an mit Whiteheart. Gegen die Cyberdose. Das ist eigentlich viel für. Ah, okay, ja, das ist okay, gut. Das ist natürlich nicht schlecht, aber Cyberdose wird trotzdem aufgedeckt. Das ist eigentlich gut für Chess, ne? Muss man mal sagen. Eigentlich ist das sehr gut für Chess. Könnt ihr ihn nochmal retten? Lichtschwerter zum Beispiel. Topf der Gier. Schnaps. Wie heißt. Ruf der Gejagten und der schwarze Ojama. Also viel. Chaz war es ganz gut eigentlich. Tatsächlich. Aber Sparkman. Könnt ihr fusionieren? Gleich, glaube ich. Könnt ihr fusionieren mit Clayman? Ich glaube wohl, oder? Nochmal Sparkman. Also. Ja, dieses Teilbedose hat das Duell wieder ein bisschen ausgeglichen gemacht. Unnötigerweise für Jayden eigentlich. Und er kann den Drachen spielen, Level 5. Was natürlich jetzt auch nicht so gut ist für Jayden. Aber er hat die Falle. Reißende Tribut. Von daher. Ja, aber er ruft der Gärken, Leute, ne? Er ruft der Gärken. Bedeutet, er kann sie gleich spielen. Er aktiviert nicht die Lichtschwerter, deswegen, ja, wird er leicht den Drachen wiederholen. Okay, wieder ein Krieger aus dem Deck. Vielleicht wieder Clayman. Okay, wieso so oft Clayman? Ich verstehe nicht, warum man immer Clayman holt. Sehr strange. Vielleicht hat er ihm was vor. Auf jeden Fall hat er jetzt eine gute Zauberkarte gespielt. Kann fünf Karten, Monsterkarten in sein Deck mischen und dann sogar zwei Karten ziehen. Also gar nicht mal so schlecht die Karte. Was er zieht. Okay, nicht schlecht. Das kann funktionieren. Das ist gut. Vielleicht deswegen zweimal Clayman? I don't know. Nee, ja doch. Ja doch, okay. Er nimmt Clayman. Und spielt Elementarheld. Wie heißt er? Elementarheld, Bubbleman? Nee, Madal. Ich kann auch nicht, ich konnte schnell nicht lesen. Bubbleman ist was anderes, stimmt. Ruft der Gärken, ja, weil, klar. Er kann den Drachen wiederholen. Und er stärker als seine Fusion. Kann aber, okay, die Zauber aktivieren, das ist natürlich praktisch. Blitzbeschwörung oder Blitz aktivieren. Bedeutet kein Drache für Jazz. Und er verliert wieder Lebenspunkte. Nicht viel, aber immerhin. Hat aber noch natürlich die Lichtschwerter. Die jetzt gleich wahrscheinlich aktivieren wird. Und ruft der Gärken, verdeckt gelegt von Jayne, also. Könnte nochmal spannend werden, wenn Chaz jetzt gut spielt. Okay, Blitzeinschlag, natürlich sehr, sehr gut für ihn. Muss aber dafür eine Karte abwerfen und das ist eine Zauberkarte. Die gute sogar. Eine Ojama-Karte. Ojama-Magie. Oder Ojama-Magie. Und natürlich Topf der Gier. Boah, sorry, Leute. Krass, okay. Topf der Gier da auch noch. Habe ich ganz vergessen. Natürlich sehr gut für ihn. Und natürlich die Lichtschwerter, die ich schon die ganze Zeit predikte. Spielt er jetzt natürlich auch. Macht natürlich Sinn. Und eine Karte verdeckt. Okay. Okay. Ah, eine gute Falle. Eine gute Falle von Jayden. Die könnte er definitiv gebrauchen.
Aber er kann eh nicht angreifen, von daher kann er ein bisschen chillen. Und Chaz kann sich wieder ein bisschen aufbauen. Vielleicht sehen wir doch einen Ojama. Mal gucken. Okay, eine Karte verdeckt. Okay. Eine kleine Auszeit des Duells, eine kleine Ruhepause, also. Der war viel, sehr, sehr viel Action. Oh, nice. Verwandlungskrug. Das ist sehr, sehr gut für Jayden, denn er hat nur eine Karte, die er nicht gebrauchen kann aktuell. Oh, Zauberdose. Okay, noch auch sehr gut für Jayden eigentlich. Diesmal. Also, beide mit einer Zauberdose. Das heißt, der Verwandlungskrug ist auch weg. Okay, fliegender Kamakiri. Bewaffneter Drache. Ojamagie. Okay. Magische Störung. Elemental Burn Finish Fix. Ja. Okay, er kann funktionieren. Jayden kann funktionieren. Kann Elemental Flügelmann holen. Flammflügelmann. So ist ja richtig. Holen. Aber jetzt ist erstmal Chaz dran und er spielt Level für den Drachen. Dafür kann Jayden zwei Karten ziehen. Und er kann dafür den Level 5 Drachen holen. Das ist ein guter Deal, glaube ich. Obwohl Jayden schon gute Karten hat mittlerweile. Oh, noch ein Drache. Holy shit, okay. Zwei Drachen. Einer wird jetzt zerstört werden, auf jeden Fall. Durch die Falle von Jayden. Ist mal sicher. Ja, die hätte ich auch gerne, Leute, die Falle, sage ich ganz ehrlich. Aber ich will keine Falle mehr leihen. Ich hoffe, wir bekommen die so irgendwann durch Packs. Die Falle ist ganz nice hier in dem Game. Ihr merkt schon, jeder spielt sie, ne? Die ist schon sehr gut. Okay. Spannendes Duell. Jetzt ist Jayden dran. Der kann wieder nicht funktionieren, oder? Doch, jetzt kann wieder funktionieren. Perfekt. Aber erstmal jetzt hier Wolkenkratzer. Sehr, sehr gute Karte. Heldzauberkarte. Finde ich. Aber wird unterbunden durch, ja, mystischer Raumtyphon. Weiß gar nicht, ob das so schmerzhaft jetzt ist für Jayden, denn der kann wenigstens funktionieren. Das ist natürlich jetzt mal wichtiger für ihn. Aber welche Karte holt er? Er kann nämlich viel funktionieren. Ah, okay, wird auch unterbunden. Krass. Krass. Crazy. So, Oja-Magie wird wieder aktiviert. Bringt ihn aber nichts. Aber Jayden kann der Fusion wiederholen, stimmt. Durch diese Karte. Und sogar ein Clayman. Also. Oh, noch eine Falle. Okay. Also Chaz lässt ihn nichts. Ah, okay. Ojama-Trio. Nice. Sehen wir das doch noch. Mehr oder weniger. Cool. Das heißt, Jayden kann kein Monster spielen, aber er fusioniert ja eh, ne? Er will ja eh fusionieren. Deswegen, ja, nicht so schlimm. Für ihn. So, mal gucken, was er funktioniert. Okay. Clayman wieder. Wieder den. Er hätte auch Flammflügelmann holen können. Er hätte ihn noch nichts gebracht. Ich weiß. Da hat er eine starke Verteidigung. Okay, macht Sinn. Und er hat eine Fusion unter sich noch. Macht Sinn. Okay, Leute. Das Duell. Oh, er funktioniert wieder. Wahrscheinlich jetzt. Was Stärkeres. Okay, Flammflügelmann. Nice Animation. Okay, das war's mit der Lichtschwertern. Das war jetzt bei. Jayden kann wieder angreifen. Boah, kann Jayden verkraften, hat er 9000 Sehenspunkte gehabt, deswegen chillig. Wird ihn jetzt nicht so sehr jucken. Das heißt,
Wir bekommen jetzt einen neuen Drachen, Level 7, glaube ich. Bewaffneter Drache Level 7 ist es, glaube ich, oder? Ja, Level 7. Sehr coole Karte tatsächlich. Nicht nice. Aber es glaube ich, ist jetzt nicht so großes Problem für Jane, glaube ich. Mal gucken. Auf jeden Fall mal eine Karte ziehen. Ah, perfekt. Perfekt. Und die Karte verdeckt natürlich. Das heißt, ein Drache ist wahrscheinlich gleich Geschichte. Zumindest, wenn alles jetzt hier nach Plan läuft, für Jane. Ah, okay, da habe ich es gerade gesagt. Nice. Okay, feiere ich ein bisschen. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Der Ruf der Gärten ist damit auch weg. Aber ist natürlich. Krass, okay, das Duell hat sich gewendet. Krass. Okay, beide werden zerstört. Crazy. Holy shit, okay, das Duell hat sich komplett gedreht. Für Chess, dann Drache. Kann das direkt angreifen. Das heißt, 2800 Lebenspunkte weniger. Das ist heftig. 5000 Lebenspunkte noch für Jayden. Crazy. Mal gucken, ob er noch kontern kann. Heftig. Okay. Crazy. Krasses Duell, wie ich finde. Macht Bock. Okay, Sparkman hilft ihm jetzt nicht so viel. Muss dann Verteidigungsmodus länger sein. Ja, es sieht aus, als würde Jayden verlieren. Bisher zumindest. Ich weiß nicht, wie der rauskommen will. Also, wird schwierig. Und wenn Chess jetzt noch ein Monster spielt, dann könnte es echt übel werden. Macht er sogar. Oh, das ist der Kamikiri, nicht so schlecht. Fliegender Kamakiri und eine Zauberkarte. Wow, holy shit, okay. Ja, habe ich jetzt nicht gesehen, ehrlich gesagt. War ein bisschen unnötig. Deswegen, ja, keine Ahnung. Macht natürlich jetzt Damage, klar, verstehe ich schon, aber ja, ein bisschen ungeduldig. War jetzt nicht nötig unbedingt. Obwohl. Nee, das war mega smart. Sorry, das war mega smart. Jetzt kann er sogar noch ein Monster holen. Okay, das war doch mega smart. Sorry, Chaz hat hier ein Powerplay gemacht. Mega gut. Okay, das war mega smart. Er kann nochmal angreifen. Okay, ich bin komplett dumm. Scheiße, das ist mega smart. Wir wissen Bescheid. Sorry. Crazy. Okay, Leute, wenn jetzt kein schwarzes Loch kommt oder so, selbst dann wird's schwierig. War es das hier mit Jayden? Oder was? Was meint ihr? Was ist das? Herz der Karten oder was? Let's go. Ah, Cyberdose. Okay, nice. Wie Glück kann man haben? Leicht gescriptet, Leute. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine Cyberdose gespielt oder bekommen. Crazy. Gucken, ob es noch was bringt, die Zauberdose. Bin ich mal gespannt. Denn noch 15 Karten für Jayden im Deck. So viel wird er nicht mehr haben. Also crazy. Beide 15 Karten. Okay, ein Drache kann er spielen. Das ist sehr gut für ihn sogar. Dann kann er leicht mal angreifen. Skierter Drache. Eine gute Falle. Noch ein Drache. Okay, nicht schlecht. Ja, Wildheart. Gut. Kopf der Gier. Okay. Ah, okay, Jayden hat sehr gut gezogen. Jayden hat sehr gut gezogen, tatsächlich. Selbes Spiel bei Chaz. Er kann 5 Karten in der Deck wegmischen, 5 Monsterkarten und 2 ziehen. Oh shit, okay.
Wolkenkratzer, ja, wird ihn wahrscheinlich jetzt retten. Also Jane wird wahrscheinlich gewinnen, Leute. Top der Gier. Alle ziehen Top der Gier, außer wir nicht. Und wir haben die geliehen, Leute. Oh Mann, ey. Wie bitter. Und Kuribo, nice. Einfach mal Kuribo gezogen. Okay, riskant von Jaden. Spielt nur ein Monster. Also wenn Chelsea jetzt gut macht, dann kann er sogar gewinnen. Weiß nicht, was er auf der Hand hat. Also könnte jetzt sogar gewinnen, tatsächlich. Und er wird wahrscheinlich gewinnen, oder was? Ja, schwarzes Loch. Kommt drauf an, was er jetzt spielt, ne? Kommt drauf an, was er jetzt spielt. Er spielt nichts, okay. Er spielt gar nichts, okay. Das war, ja, ein bisschen. Keine Ahnung, ein bisschen unnötig. Das war ein bisschen unnötig. Das heißt, Jane kann es direkt angreifen mit Whitehead. Okay, crazy. Geht auf jeden Fall hin und her, das Duell. Hey, Chess, komm. Noch ein Comeback. Nee, gut, das war's. Ich glaube, das wird's gewesen, ja, Leute. Das wird gewesen sein für den guten Chess Prinzen. Wohl, noch nicht. Ich greif noch mal an. Okay. So, Chess hat noch 11 Karten. Und Jane hat noch 5 Karten, also crazy. Aber es sollte reichen für Jane. Okay, war's das jetzt oder nicht? Chaser Card von Deck gespielt, deswegen könnt ihr es nochmal vielleicht. Okay, Opfer, so, okay. Okay, war's das oder war's nicht? Okay, Leute, das war's. GG. Okay, GG, entscheiden. Das war's. Auch heftiges Duell, aber gut. Damit war zu rechnen, ne? Dass Jane gewinnt. Reich war's gescriptet mit der Cyberdose, was meint ihr? War schon ziemlich auffällig, oder? Aber trotzdem cooles Duell. Cooles Duell. Sehr, sehr cooles Duell. Okay, was sagt er? Scheiße, du Loser, du Hund, ja, betreib. Komplett beleidigen. Du Hund. Du hast dich total blamiert. Du hast den Namen Princeton Schaden gemacht. Gib mir nur noch eine Chance. Noch eine Chance. Weißt du, wie viel wir ausgegeben haben? Du verdienst es nicht, ein Princeton zu sein. Tut mir leid. Ich glaube, jetzt wurde der Chase ein bisschen lieb, ne? Also einer von den Guten, besser gesagt. Bei diesem Moment. Hey, lass ihn in Ruhe. Klar, Prince hat verloren, weil ihr Idioten ihn unter Druck gesetzt habt. Idioten, pass bloß auf, wir können dich zerquetschen. So behandelt meine Verwandte nicht. Wir haben im Duell alles gegeben, wir beide. Das ist mir doch egal. Das ist Loser-Gelaber. Mich interessiert nur das Ergebnis. Sicher, das Ergebnis ist sehr wichtig. Aber ich mag seine Einstellung nicht. Warum Chess verteidigen? Er ist jetzt ein Niemand. Und was noch schlimmer ist, er hat sich geschlagen lassen.
Falsch, ein Kampf hat er gewonnen. Den Kampf gegen euch beide. Ja, okay. Ich meine, kommt schon. Das glaubt doch keiner. Chess. Ja, geh bitte. Ich habe keine Zeit für deinen Müll, Chess. Gehen wir, Jagger. Okay, das war doch ein cooles Event, oder, bisher? Tja, dann mal tschüss. Vergiss nicht zu schreiben, Prinzen. Jane, ich gehe nicht zurück zur Nordakademie. Ich gehöre hierher. Die Duellakademie ist mein Zuhause. Wenn Kanzler Shepard mich zurückhaben will. Nun, Prinzen, wie kann ich da Nein sagen? Es wäre nur eine Sache, Chess, du hast die Schule abgebrochen. Technisch gesehen bist du da ein neuer Student und bist wieder separated. Du musst also ganz unten anfangen. Bei Slifer Red Rot. Chess, wir sind in einem Wohnheim. Ja, okay. Zeit. Okay, Leute, das war doch cool, oder? Das war doch ganz cool bisher. Meine neue Familie ist schon jetzt komplett gestört. Also Chase wurde ja, sag ich ja, hier ein bisschen gut. Einer von den Guten. Was ja cool war, ne? Weil Chase ist eigentlich ein nicer Charakter. Okay, Leute, das war das Event. Terminkalender, das nächste Event ist ja noch ein bisschen hin. Das heißt, wir haben wieder ein Tagduell nächstes Mal. Oder mal gucken, ob wir es machen. Auf jeden Fall werden wir ein paar Duelle machen. Wir wollen ein bisschen Cash haben. Das ist ganz wichtig. Also die nächste Folge könnte ein bisschen duelllastig werden. Da machen wir hier und da ein paar Duelle. Heute war wieder eine längere Folge. Wieder eine der längeren Folgen. Hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Das Event. Ich werde jetzt schon mal kurz speichern gehen. Und ja, bedanke mich jetzt schon mal dafür, dass ihr mit dabei wart oder immer dabei seid. Kommentiert, die Videos liked und den Kanal abonniert. Das ist sehr, sehr nett. Und ja, da sehen wir jetzt auch Chess. Gegen den können wir jetzt auch mal ein Duell machen. Wenn wir Bock haben, können wir in der nächsten Folge machen. Haben wir 9 Dolanten mal gesehen. Das finde ich mal sehr nett, dass ihr den Kanal abonniert und so. Sehr, sehr cool. Das supportet diesen Channel sehr. Das ist sehr, sehr schön. Freut mich. Auch danke an alle, die immer nur dabei sind. Das freut mich auch. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Dann geht's weiter mit ein paar Duellen und ein bisschen Cash sammeln. Das wird nötig sein. Also die nächste Folge, wie gesagt, könnt ihr sehr viele Duelle geben. Ich bedanke mich, wie gesagt, fürs dabei sein. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge mit dabei. Und in dem Sinne, ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.